Aber entscheidend ist doch die Konversion. Die Konversion und warum? Weil die Konversion, also die Conversion, sich immer potenziert. Ja, hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Consulting und heute soll das Thema sein, der größte Fehler meiner Meinung nach im B2B-Vertrieb und was es mit der B2B-Conversion-Rate auf sich hat. Und da habe ich hier mal so den typischen Werdegang eines B2B-Vertriebsprozesses aufgezeichnet. Also wir sind hier zum Beispiel, wir fangen hier an bei einem Entscheidergespräch, also wir sind durchgedrungen über Kaltakquise, Telefonakquise oder sonstige Maßnahmen zum Entscheidergespräch. Wir wollen einen Termin generieren in der Regel. Das kann auch per Webcast sein, das kann per Konferenz sein, es kann ein Eventtermin sein auf einer Messe oder spezielle Gatherings, Eventmaßnahmen oder einfach ein Vor-Ort-Besuchstermin. Und dieses soll letztendlich natürlich zum Abschluss führen, sprich zum Kauf. Ja. Und viele Unternehmen machen hier folgenden Fehler. Sie sagen sich, okay, wir haben so ein folgendes Marketingbudget für, sagen wir mal, Telefonakquise, Inside Sales, Telemarketing für dieses Quartal oder für dieses Jahr zur Verfügung. Und wenn wir das hier mal als den Funnel sozusagen für Telefonakquise betrachten, sagen sich viele Unternehmen, okay, ich kippe hier dieses Budget hinein, ja, und versuche möglichst viele, sagen wir mal, ich suche mir hier ein etwas größeres Callcenter aus und ich versuche hier für mein Budget möglichst viel Ressourcen zu buchen, möglichst viel Callcenter-Agenten, Telesales-Agenten, Akquisiteure, wie man das auch immer nennen mag, die möglichst viele Entscheidergespräche führen, die dann zu möglichst vielen hoffentlich Terminen dann führen und die dann letztendlich beim Kunden in der Regel ankommen und die dann letztendlich beim Kunden, also beim Auftraggeber, beim Unternehmen dann zu möglichst vielen Käufen, also Kaufabschlüssen führen. So, und jetzt mag sich der eine oder andere sofort denken, ja, möglichst viele Entscheidergespräche, möglichst viele Termine, ja, möglichst viele Calls, möglichst viele Verkäufe. Was ist daran verkehrt? Na gut, das sind einfach die ganz standardmäßigen KPIs, die so ziemlich in allen Sales-Teams vorherrschen, sei es outgesourced bei einem Dienstleister wie einem Callcenter oder ähnliches oder intern. Und das ist auch okay, das sind noch wichtige KPIs, ja, das sind die Resultate, die Ergebnisse, ja, die Anzahl der Termine, die Anzahl der Entscheidergespräche und die Anzahl der Verkäufe ist natürlich klar. Aber noch viel wichtiger und der viel wichtigere Punkt, ja, die viel wichtigere, sagen wir mal, KPI, also Key Performance Indicator, also Messzahl sozusagen, ist folgendes, ist das, was hier dazwischen ist. Ja, und das ist die Conversion. Ja, und jetzt Conversion 1, ja, und noch viel wichtiger, ja, ist die Conversion 2. Ja, und das Allerwichtigste ist dabei, hier folgendes mal zu sehen. Ja. Möglichst viel, also die Herangehensweise, ich habe das in Erfahrungen aus der Praxis, ich habe das häufig so gesehen, dass zum Beispiel man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Budget von, sagen wir mal, 20.000 Euro monatlich zur Verfügung für Telesales-Aktivitäten, Aktionen. Und hier versuchen wir mal möglichst viel sozusagen hier Aktionen zu bringen. Da buchen wir uns mal 10 Agents, Agenten, Telesales-Agenten in einem Callcenter. Ja. Einer kostet da so ungefähr 2.000 Euro, sagen wir mal. Und dann bekommt man vielleicht noch ein bisschen Bonus dazu und so weiter. Ne. Und aus meiner Erfahrung ist es folgende Problem. Ja.
dass wenn man jetzt sich 10 Agenten sucht, die jeweils 2000 Euro kosten, dass das weniger bringt, ja, als wenn ich nur 3 Agenten habe, die jeweils 6000 Euro kosten. Ja, und warum? Weil von diesen 10 Agenten, also ich mache das mal hier kurz auf, ja, von diesen, das ist jetzt hier mein Team von 10 Agenten. Ja. Erfahrungsgemäß sieht das Ganze so aus. Von diesen 10 Agenten, wo jeder, sagen wir mal, 2000 Euro bekommt im Durchschnitt, ja, der eine mehr, der andere ein bisschen weniger, der andere mehr, sind 3, ja, sind irgendwie, ist ein A-Mitarbeiter, 3 davon sind, sagen wir mal, B-Mitarbeiter, 3 davon sind C-Mitarbeiter. Was bedeutet das? Die 3 hier, ja, sind so extremst ja, unprofessionell, aggressiv, legen sich ständig mit Sekretärinnen an, verkraften sich, wenn sie abgelehnt werden am Telefon, ja, wenn sie nicht durchkommen durch den Vorzimmerdrachen, legen sich mit Kunden an, die nicht sofort kaufen wollen und so weiter, sind sehr ungeduldig, sind sehr aggressiv. Das heißt, die bringen sehr viel Unruhe in das Team und die, sagen wir mal, da muss sehr viel nachgebessert werden, ja, und der Rücklauf ist sehr so. Die 3 hier, denen mangelt es an Motivation, weil sie nur 2000 Euro verdienen, weil sie, ja, sobald eine kleine Konfrontation vielleicht ist, dann leiden sie an Migräne, lassen sich krank schreiben, sind ständig irgendwo auf Burnout irgendwie krank geschrieben oder wenn der kleinste Schnupfen ist, sind sie wieder krank geschrieben. Also denen mangelt es meistens an Vitaminen, an Motivation. Und dann haben wir hier die 3 A-Mitarbeiter. Das sind die 3 A-Mitarbeiter, die sozusagen für relativ wenig Geld, ja, aber weil sie A-Mitarbeiter sind und einfach immer Top-Leistung bringen wollen, auch eine Verantwortung sich selbst gegenüber sehen, ja, und weil sie A-Mitarbeiter sind, auch die Verantwortungen für andere übernehmen, automatisch. Das ist einfach die Charaktere eines A-Mitarbeiters. Siehe Buch Steve Jobs, ja, wer da noch mehr weiter mit nachlesen will, ich verlinke das Buch auch gerne hier unten nochmal, könnt ihr euch über Amazon kaufen. Das heißt, diese 3 hier, diese 3 Mitarbeiter, die übernehmen auch noch, die putzen auch noch hier den ganzen Dreck von diesen 3 Mitarbeitern, von den 10 Mitarbeitern und übernehmen auch noch die Workload, ja, von diesen ständigen Krankmachern, ob sie es wollen oder nicht. In der Regel tun sie das automatisch, freiwillig, ja, verdienen vielleicht 100 Euro mehr oder sowas, aber sie bekommen ja hier vom Callcenter Management, ja, den Auftrag, ja, auch immer ständig hier, weil sie so gut sind, werden sie auch doppelt und dreifach bebucht und in der Regel mit den ganzen Kampagnen, die hier, also mit den ganzen Leistungen, die hier nicht erbracht werden, die müssen quasi das ganze Team mitziehen. Ja. Wenn ich jetzt aber so von vornherein nur auf die Qualität achte und ich suche mir nur 3 Agenten aus, ja, und bezahle jeweils mit 6000 Euro, ja, dann habe ich das gleiche Geld ausgegeben oder weniger. Und letztendlich aber ein viel besseres Resultat. Und warum? Das super Geheimnis kommt jetzt. Ja. Warum das so ist, ich mache das mal rot. Meine Tafel hier ist etwas klein, sorry. Warum ist das so? Ja. Weil hier und hier die Conversion, ja. Das hier, Entscheidergespräche, wie viele Termine habe ich gemacht, wie viele Entscheidergespräche, ich kenne das aus eigener Erfahrung, ja, wirklich aus der Praxis rede ich hier. Da heißt, wie war heute dein Durchsatz, wie war heute deine Schlagzahl, wie viele Calls hast du heute gemacht und wenn du wenn einer die Callzeit nicht richtig hatte oder die Häufigkeit und so weiter, kriegt er halt eins auf den Deckel und muss mehr machen und so weiter und so fort. Aber entscheidend ist doch die Konversion. Die Konversion und warum? Weil die Konversion, also die Conversion, sich immer potenziert. Und zwar in Richtung hier. Und das ist das, was wir ja letztendlich wollen. Ja?
Ein Unternehmen gibt hier, sagen wir mal, 20.000 Euro Marketingbudget in ein Telesales-Team, doch nicht, um hier möglichst viele irgendwelche Kennzahlen, irgendwelche Statistiken dann vorzufinden, wo dort steht, so und so oft wurde gecallt, so und so oft wurde hier geklickt und so und so oft wurde dort Anwahlversuche gemacht, da-di-da. Ja? Denn eines ist sicher, dass C- und B-Mitarbeiter ja, diese Daten sowieso fälschen. Ja, wenn sie, desto mehr Druck sie bekommen, desto mehr werden sie versuchen, diese Daten zu fälschen. Und es gibt immer Wege. Ich kann immer irgendwo anrufen, irgendeine Sekretärin, wo ich eh schon weiß, dass der auf Urlaub ist. Ja, und dann war das einfach ein Wahlversuch. Und so verschöne ich einfach meine Statistiken. Ja. Worauf es ankommt, sind Conversions. Warum? Mal angenommen, ich habe hier 1000. Nehmen wir mal jetzt konkrete Zahlen. 1000 Entscheidergespräche. Ja? Bei 1000 Entscheidergespräche und ich habe daraus konvertiere ich 10%. Ja? Das sind 100 Termine. Ja? Und hier haben wir wieder 10%, ja, von 100 sind dann 10 Abschlüsse. Ja? 10 Abschlüsse oder Verkäufe. Ja? Wenn ich es schaffe, Qualität, das heißt Conversion hier nur um 10% zu erhöhen, ja? Das heißt, wenn ich hier nur von 10 auf 11 gehe, ja, nur 1% drauf, ja, dann habe ich hier 100, schon 10 Termine mehr. Und diese 10 Termine mehr, wenn ich hier wieder 11% nehme, habe ich 12,1 Abschlüsse. Das heißt, wenn ich hier eine Conversion-Rate um 10% verbessere, dann verbessert sie sich hier um 12, automatisch um 20%. Wenn ich sie hier um 20% verbessere, verbessert sie sich hier automatisch um 40%. Das heißt, nach unten hin potenziert sich meine Abschlusszahl immer in Abhängigkeit von diesen Stellschrauben, und das sind die Conversions und das sind die wahren Key Performance Indicators. Ja. Und nicht, wie oft habe ich irgendwo gewählt und wie viele Termine habe ich gemacht. Ja, ich kann solche Termine machen und ich kann solche Termine machen. Ja. Und hier geht das Ganze meistens sowieso zum Unternehmer, zum Auftraggeber, wenn das Ganze hier zum Beispiel als Auftrag zu einem Callcenter geht. Ja? Und am Ende noch abschließend, diese drei A-Mitarbeiter, den sollte man entsprechend auch Freiraum genießen lassen, denn die übernehmen, die kontrollieren sich nicht nur selbst, die stecken einen A-Mitarbeiter, ja, der wird seine Ziele immer höher stecken, als diese Manager hier, ja, automatisch, ja, und der wird sogar den Job der anderen, der B- und C-Mitarbeiter mitmachen, ja, wenn sie vorhanden sind, sie sind eigentlich gar nicht nötig, ja, und das ist der Trick dabei, diese hier, die kann ich eigentlich weglassen, das heißt, ich habe insgesamt nur ein Team von 3 Leuten, anstelle von 10 Leuten, die den gleichen Job machen, wie die 10. Ja, ich komme unter Umständen billiger weg vom Geld und ich kann 3 Leute viel besser mit 3 Leuten viel besser interagieren und direkt kommunizieren. Ja? Auch als Auftraggeber, als Unternehmer, als wie mit 10 Leuten. Ja? Da wo 2/3 ständig fluktuieren, weil sie krank machen, weil sie zu viel Unruhe reinbringen. Und einfach unprofessionell sind oder sowieso kaum vorhanden sind und dann gekündigt werden permanent. Ja? Also, das ist mein Tipp zum, was es auf sich hat mit Conversion im B2B-Vertriebsprozess. Und ich hoffe, das hat vielleicht den einen oder anderen Unternehmer oder Marketingleiter ein bisschen weiterhelfen können, dass man Beispiele aus der Praxis, aus vielen, vielen Jahren, die ich auch mit Callcentern verbracht habe und dort auch tätig war, in verschiedenster Form. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dein Thomas Klein und tschüss, bis dann.
Ach so, falls dir dieses Video gefallen hat, Daumen hoch, ja, und hier unten kann man natürlich dieses Video auch teilen, ja, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden kennst, dem diese Tipps auch weiterhelfen würden oder diese Insider-Informationen. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein und tschüss, bis dann.